habe ein bisschen geschummelt. Aha, das heißt, du hast gar keinen Ponyhof? Doch. Nee, was anderes. Hör auf, du willst mich zersägen und essen? Och, Mann. Nein. Ach so, du bist schwul. Ja klar, deine Klamotten, deine Frisur. Nee, ich bin 43. Was, echt? Mhm. Okay. Ja, ich kann schon verstehen, warum man nicht mit einem 43-Jährigen ausgehen will. Was? 43 ist doch kein Problem. Ich mag ältere Männer. Echt? Ihr seid entspannter, bodenständiger. Alt ist cool. Tatsächlich. Ja, aber nicht zu alt, dann riecht ihr ein bisschen komisch. Das stimmt. Nein, kein Thema. Ich meine, ich bin ja selber über 30, hallo? Bitte was? Hm? Na, jetzt mal Schluss mit den Witzen. Wie alt bist du? 32. Das glaube ich jetzt nicht. Keine Kohle, ja? Über 30? Studentenbude hier? Was soll denn der ganze Plüsch hier Scheiß? Ich mag Plüsch Scheiß. Weißt du was? Das ist echt Verarschung. Wo soll mein Sohn gesehen Bitte haben? Sie können ihn doch nicht so lange festhalten. Sind Sie der Vater? Was? Sie haben gemacht, Sie werden keine Fotos Herr gemacht. Herr die Kamera weg! Alle Kamera auf! Was ist denn Kamera da los? Hey! Wer lässt denn hier Fotografen rein? Sie haben keine Erlaubnis, hier zu fotografieren. Das Bild wird auf der Stelle gelöscht. Sofort! Nehmen Sie her. So, und jetzt raus, aber sofort. Kann ich Sie ganz kurz sprechen? Ja. Also wegen Samstag. Ah! Sekunde. Ja. Das war etwas unglücklich. Was denn? Naja, unsere Begegnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen. Also die Frau, mit der ich da war. Das war nicht meine Frau. Das weiß ich. Ich weiß, dass Sie das wissen, aber meine Frau weiß es nicht. Versteht Sie? Wir machen gerade ein etwas schwierige Phase durch. Wenn Sie wissen, was ich meine. Natürlich, Herr Dr. Silberstein zu Hohenlohe. Gut, dann müssen wir das ja nicht mehr erwähnen. Alles geklärt? Na? Schönen Abend gehabt. Ach, hier. Herzliche Grüße von Herrn Raab. Ich bin mir absolut sicher, dass ich auch dieses Jahr wieder den Journalistenpreis holen werde. Das wäre dann mein 5. Ja, was sind schon Zahlen? Wie viel hast du eigentlich inzwischen davon? Ich weiß schon, gar keinen. Tja, muss jeder selbst entscheiden, ob er ganz an die Spitze will. Wenigstens muss ich dafür keinen Rasen mähen. Ach du, ich habe gehört, deine Freundin hat dich rausgeschmissen und du wohnst jetzt mit 3 Männern zusammen? Super recherchiert, Buchner. Ich bin beeindruckt. Du weißt ja mal wieder wirklich über alles Bescheid. Du hast den Journalistenpreis wirklich verdient, wirklich. Großartige Leistung. Komm, Spieler 4, ja? Wie gestern Nacht. Spieler 4 im Arsch. Wegen euch Idioten habe ich den Termin verpasst. Was? Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich will nur schlafen, verstehst du? Meinetwegen könnt ihr die ganze Nacht hier sitzen und Tetrapack Wein saufen und dieses beschissene Spiel da spielen, aber ohne mich, das kann ich mir nicht erlauben. Das weiß ich auch, warum du so oft auf Partys eingeladen wirst. Herrschaften, es wäre eine Lüge zu behaupten, dass dieser Abend besonders reizvoll oder interessant gewesen wäre. Nichtsdestotrotz wünsche ich allen eine bezaubernde Restnacht. Und lehne ihr Angebot hiermit dankend ab. Tschüss. Ach, wenn Sie trotzdem so einen Schund produzieren wollen, nehmen Sie doch Buchner als Hauptdarsteller. Buchner. Bei Tag und bei Nacht. Das verkauft sich bestimmt.
Hat sie jetzt bei so ein paar ausgeflippten Typen eingenistelt. In so einem verlassenen Haus. Das sind richtige Hippies. Glaub's kaum, dass sie noch gibt. Dabei werden die immer zahlreicher. Bei der verdammten Arbeitslosigkeit wimmelt's nur so von denen. Trick ist, nennen sich jetzt Öko-Bauern. Sind ja wirklich kein Haufen voller Schweine, die von Sozialhilfe leben, sondern obskuren Zuschlag für Landwirtschaft in strukturschwachen Gebieten kassieren. Gestern Nacht habe ich einen Text geschrieben über die Lüneburger Schafe. Heißt Solidarität mit den Lüneburger Schafen. Soll ich mal vorlesen?